Hallo zusammen, hier ist wieder Ottila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Mounts, die wir aus der aktuellen Raid-Instanz bekommen. Und zwar finden wir die einmal hier unter Schlachtzüge und dann Sanktum der Herrschaft. Und hier können wir einmal ein Mount von den Neuen uns holen. Und zwar droppt es in jeder Schwierigkeitsstufe einmal die Zügel des Sanctum Dämmerstreitrosses. So rum, die Namen werden immer länger bei Blizzard. Und hier ist es so, dass wir das im LFR farmen können, im Normal, im HC und tatsächlich auch im mythischen Modus. Also hier haben wir eine Chance, da einfach mit einem Haufen Chars im LFR reinzugehen. Ihr queut den ersten Teil rein und die Neuen sind dementsprechend dann der Endboss. Dort hatte ich tatsächlich auch Glück gehabt. Und zwar habe ich das hier mit einem Twink schon mir erfarmt. Hier haben wir es, Zügel des Sanctum Dämmer Streitrosses. Und ich würde sagen, das lernen wir jetzt auch mal an der Stelle. Und schauen uns das einmal an. Sanctum Dämmer Streitross, hier haben wir das. Und zwar kennt ihr das Model von dem ein oder anderen Mount schon. Sieht auf jeden Fall auch in der Fassung sehr, sehr cool aus mit diesen lilanen Augen. Und ja, ich habe ja die andere Fassung hier mit dem Charger schon, die goldene. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein, zwei andere. Jetzt müsste ich mal kurz gucken, wenn wir jetzt hier schauen. Genau, seelengebundenes Dämmerstreitross, das haben wir hier auch noch. Das ist quasi mit den grünlichen Augen. Das ist die Version, die wir von Venari bekommen. Und dann müsste es noch eine geben, genau, für das Torghast Achievement. Werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Also das Torghast Meta Achievement gibt es das mit den blauen Augen. Ich muss tatsächlich sagen, also die goldene Rüstung gefällt mir am besten. Aber hier von diesen eher mit silberner Rüstung gehaltenen, ist das mit den lila Augen schon am geilsten. Also hat schon was. Vor allem, ich mag das, wenn die Mounts so viele Details haben. Wenn das nicht so diese Classic-Platten-Models sind, sondern wenn das so viele kleine Details haben, sieht schon sehr, sehr nice aus. Genau, das ist das erste Mount, was wir uns farmen können. Ich habe es im LFR gefarmt, habe irgendwie was zwischen 10 und 20 Tries gebraucht. War da tatsächlich relativ lucky. Leider gibt es auf WoW Head noch keine fixe Prozentschance. What, da habe ich noch das Falsche offen. Moment, ich versuche es euch jetzt mal zu zeigen. Genau, hier haben wir es. Dort haben wir leider noch keine Drop-Chancen. Ich vermute, dass es irgendwo zwischen 1 und 3% liegt. So sind meistens die Mounts, die in allen Schwierigkeitsstufen droppen. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich liegen. Heißt, wenn ihr es farmen wollt, einfach ein bisschen den LFR spammen. Oder ihr kriegt es bei euren Raids, die ihr vielleicht im NHC, HC oder im Mythic sowieso macht. Bei mir war es so eine kleine Anekdote am Rand. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass es gedroppt ist, weil man kriegt es anscheinend ins Inventar direkt gelegt, ohne dass man den Mob looten muss. Und bei mir war es so, ich war mit zwei Accounts parallel im LFR, habe mit dem einen getankt, mit dem anderen ein bisschen Autoshot gemacht mit dem Hunter. Der ist dann auch gestorben, ist von der Plattform geflogen. Habe am Ende mit meinem Tank das noch fertig getankt, habe dann meinen Char geretzt, gelootet und da war halt kein Mount drin, habe weiter gelockt und jetzt einen Tag später ist mir dann aufgefallen, weil ich mit dem hier auch ein bisschen am Craften bin und ich Sachen im Inventar gesucht habe, dachte mir, was ist denn das für ein Mount? Und ja, es ist einfach so im Inventar gelandet, ähnlich wie bei der kleinen Galleon-Geschichte, da lief es ja bei mir ähnlich. So, jetzt nichtsdestotrotz wollen wir aber schauen, es gibt noch ein zweites Mount und zwar, wenn ihr es schafft, zu Sylvanas im Mythic-Modus zu kommen, haben wir einmal Zügel von Rache. Und dieses Mount bekommt ihr zu 100%, also zumindest ein Spieler bekommt dieses Mount zu 100% bei Sylvanas, wenn ihr sie im Mythic-Modus tötet. Heißt, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, ein sehr geiles Mount. Hat ein recht einzigartiges Model. Klar, es geht so ein bisschen an diese Drachenfalken ran. Das Sylvanas ist ja auch ursprünglich eine von diesen Hochelfen oder jetzt Blutelfen aus Silbermond. Dementsprechend macht das schon Sinn, dass ihr so ein Mount droppt. Hier bloß in einer deutlich krasseren und cooleren Form. Dafür muss man aber halt den Mythic-Content clearen und dementsprechend Sylvanas töten. Einer aus dem Raid bekommt dann auch das Mount. Hier wird es wahrscheinlich so sein, dass bis zum Ende vom Add-on das so bleiben wird. Dementsprechend habt ihr dann noch eine Weile Zeit. Ich bin mir jetzt auch gar nicht hundertprozentig sicher, ob man nicht auch wieder zwei Mounts kriegt. Das ist bei mir nämlich noch ein Ticken, wird es noch ein Ticken dauern, bis wir dorthin kommen. Aber auf jeden Fall eins kriegt ihr safe und wenn sie es beibehalten, wie bei fast allen Mythic-Endboss-Drops, wird es bis zum Ende vom Add-on halten und dann wird es wahrscheinlich wieder auf 1% abgesenkt, sobald das nächste
die nächste Add-on bzw. nächste Expansion rauskommt. Gut, das sind soweit die beiden Mounts. Das eine kann man sich schon ganz gut farmen, das andere, da muss man halt einen guten Mythic Raid für haben. Okay, dann würde ich sagen, sind wir bis dahin durch. Ich drücke euch die Daumen bei den Mounts. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es bei euch beim Mount Farm aussieht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.